Fortgeschrittenes Wandertraining registrieren. Das ist Protestmarsch. Das Wandertraining. Nö, das mal erstmal. Edwards, brauchbare Erde. Das die Hauptmission und. Weiter rausnehmen kann ich nicht. Schade. Ich könnte auch zur Wortschnell reisen. Warum auch immer. Hatte ich nicht noch irgendwie vorbeugen ist besser als heilen? Eine fortgeschrittene Mission der Aufseherin habe ich hier noch. Aber wo ist die Mission der Aufseherin? Gesucht. Eigentlich ist mir das mit der Aufseherin auch erstmal gleichgültig, denn ich möchte hier hin. Was glaube ich auch der Sinn ist. Und dann fiel mir ein, ich wollte was weglagern. Weglagern geht andersrum. Und zwar könnte ich den Aluminiumschrott weglagern. Die Dinger sind alle nicht so schwer, nehme ich an. Ja, null. Aber das Baumvulkan hat Gewicht. Der Bauplan hat auch ein bisschen Gewicht. Dann kann ich die Baupläne ja alle mal weglegen hier. Man, eigentlich hier. Ja, auch. Kann ich nicht weglegen, okay. Ausrüstungsbestandsverzeichnis. Befehle von Maria Sharpes. Die könnte ich mir mal anhören. Nee, könnte ich nicht. Stattdessen die ist noch voll nützlich. Bricht zur Wassersicherheit kann weg, Besen kann weg, Betonbruch. Na, auf jeden Fall können die weg. Brille mit schwarzem Gestell kann weg, Buffout behalte ich dabei. Und noch ein kleiner Brief. Clarkbooks Toothbrush. Manifest Teil 1. Meetripper Feuerteufel. G-Stabkopf. Dreieckig gefaltete US-Flagge. Silberstab am Horizont. Einwegglas. Blackwoods Kassette. Freiwilligentraining des Campings. Fusionszelle. Brauche ich im Moment auch nicht. Gewürze. Globus. Der kann auch weg. Nachher spielt ihr das noch. Trinkglas. A-Klammer brauche ich, Heimat brauche ich, Heimat. Hinterwäldler 1 brauche ich nicht. Holzlöffel brauche ich erstmal nicht. Holzreste brauche ich erstmal nicht. Hornstrauch. Und eine Futter in der Dose brauche ich. Injektormunition brauche ich. Klebeband. Injektormunition brauche ich nicht, den habe ich weggeschmissen. Knochen der linken Hand, Knochen des linken Arms. Schraubenschlüssel kann weg. Fütterkeule behalte ich, leere Milchflasche kann weg. Lieber Spencer. Marke kann weg. Responder kann weg. Mentats. Ich weiß nicht, warum ich die noch behalte. Der kann auch weg. Mutterbeerensaft. Farnblume, River Rattle, Nuka Tapper. Nuka Cola Quantum behalte ich, obwohl die viele Rad hat, aber auch viele TPs. Polizeimütze kann weg. Psycho kann weg. Psycho Buff kann weg. Keine Ahnung, was das ist. Ranger Hut behalte ich.
Die Rezepte behalte ich. Oder Dendronblüte, Savage-Karte, Schießpulver, Schlosserhammer kann weg. Der ist nur zu schwer. Schachtel Zigaretten verkaufe ich. Schmutzige Aschenbecher kann erstmal weg. Schnappflasche kann weg. Schraubenschlüssel können weg. Alle. Schraubenzieher? Wo die Schraubenzieher? Kann man immer gebrauchen. Schrotpatrone kann man gebrauchen. Nee, kann man nicht gebrauchen. Der kann auch weg, der kann auch weg. Beide können auch erstmal hier hin. Der kann auch weg. Auch weg. Somerset Spezial werde ich später ziehen. Sturmfeuerzeug. Süße Bohne. Kamera kann ich nicht mal anfangen. Kann ich behalten, du kannst auch weg. Leder kann auch weg. Kann auch erstmal weg. Goldene Sturmfeuerzeug. Kann ich erstmal behalten. Die behalte ich, der Whisky kommt natürlich erstmal ins Lager. Ja. Mit Wurfmesser weiß ich auch nichts anzufangen. XL ist. Lange kann ich, Zuckerbomben behalte ich, die behalte ich auch, oder? Eigentlich zu kaputt. Ölkanister kann weg. Und das war's. Überschüssiges Öl kann auch noch weg. Okay. Alles mal wieder weggeräumt, ohne dass ich sichtbar bin. Und dann heißt es jetzt. Ab in den Süden. 23 Kronkorken. Ist mir wert. 23 Kronkorken gegen 6 Stunden rumlaufen. Und dann heißt es nur noch gehen Süden. Gehen Süden. Und freue dich, dass du dann da bist. Echt, wer schießt hier? Achso, ich bin nur dem Forschungsdings da. Alles klar, hier war ich ja schon mal. Wo die ganzen Dings da sind. Okay. Ich würde gerne in die Richtung gehen, ja. Fruchtbare Erde und ich brauche sie. Automatische Warnung an alle Responder. Die Mr. Farmhands sind außer Kontrolle. Evakuiert die Zivilisten und schaltet die Aufseher aus. Sobald sie erledigt sind, müsst ihr den Server neu starten. Noch einmal. Ja. Hi. Ist auch nicht kaputt. Ich würde den einfach so starten. Ja, Mr. Farmhands hatten wir ja schon mal am Anfang diese wunderbaren Episode hier. Also, der Playlist. Da hatte ich aber allerdings verloren, weil ich auch noch nicht so ein hohes Level hatte wie jetzt. Und hier drin war ich auch noch nicht. Hallo. Spezielle Quelle gefunden. Potenziell bist du ausgegangen.
stehen. Sie stillstehe, während du schießt, ist eine Kooperation. Okay. Setze Kompostierungsvorgänge. Ja, das wollte ich gerne hören. Okay. Ihr biologisches Material wird benötigt. Los. Lebensgeschichte da, da. Kescher mit Dermut. Ah. Aufseher. Nennen wir diese Dinger Tagebücher. Das ist kein offizielles Logbuch. Nur etwas für mich. Das Landwirtschaftszentrum. Einer meiner ersten Jobs bei Voltec. Ich hatte mich ziemlich gefreut, weil ich als Kind immer auf dieser einen Farm gewesen war. Ich weiß noch dieses eine Jahr. Beim Herbstfest. Ich bin durch das Maislabyrinth gelaufen. Kreuz und quer. Mama und Papa riefen, dass ich es langsam angehen lassen sollte. Auf keinen Fall. Ich schätze, ich wollte immer ganz schnell hoch hinaus. Eine Pfadfinderpionierin zu sein, hat nicht gereicht. Ich musste Truppenführerin werden. Eine gute Schülerin zu sein, war zu wenig. Ich musste überall Einsen haben. Mensch, mir fehlt diese Zeit. Einfach nur ein Kind zu sein. Wir drei. Unser einfaches Leben. Unser einfaches Haus. Ob es wohl noch steht? Ich weiß es nicht. Ich gehe mal hier die Treppe rauf. Was ist das Dach? Müsste, glaube ich, noch einen Mr. Farm Guy erlegen können. Okay, ich halte hier gerade sinnlos durch die Gegend, glaube ich. Nee, da habe ich furchtbare Erde wieder verkackt. Auf, zurück nach Appalachia und mit diesem wunderschönen Bild von der Atombombe. Und dann auf in die Wildnis. Geradeaus, hinten links und rüttel die Zupf. Rüttel die Zupf. Gut. Mein Weg führt mich jetzt trotzdem in den Süden. Oder ich gehe nach geradeaus nach Sutton. Die Tagebucheinträge hier. Oh, Wasser. Nutze ich aber Wasser. Blutblatt. Gut, nach da ganz hinten. Ja, durch die wunderschöne erste Stadt, die wir entdeckt haben, hier durch. Hallo. Hat hier das Licht angelassen?
Habe ich nicht gesehen. Gut. Ja, zur Brücke würde ich eh nochmal. Sich da wohl verbirgt. Fall gegen Bau. Ja. Ja, super. Jetzt komme ich hier nicht hoch, oder was? Hier geht's lang. Hinauf. In die Böschung und ich lauf auch fast richtig. Komm ich hier lang? Hier komme ich lang. Habe ich gerade entschieden. Hier komme ich lang. Hier komme ich wirklich lang. Und natürlich hätte ich auch den Weg hier nehmen können, aber das macht ja keinen Spaß. So. Entweder hat hier einer ziemlich krass was gebastelt oder das ist von dem Spielenhersteller. Rico, natürlich. Ich glaube, das ist eher vom Entwickler. Schadschrott. Schadschrott. Dinge. Und das alles nur für diesen komischen Ort hier. Stimmt, ich wollte doch den Ragerhut aufsetzen. Da. Rangerhut. Einfach nur, weil es aussieht. Ich will dahin. Heißt. Warum ist hier so ein komisches Viech aufgemalt? Warum ist hier. Ah, hier ist ein Trimm-Dich-Pfad. Und ein Bienenschwarm, aber ich fände es ja super, wenn ich hier was entdecken würde. Außer Tumbling Joe. Wie komme ich da oben hin? Ah, darüber, darüber. Egal. Ich fände es jetzt echt super, wenn du mir sagen würdest, hier, ich habe was entdeckt. Egal. Dann entdecke ich eben da hinten was. Da. Diese Stadt da. Staten, wenn ich mich nicht täusche. Ich dachte eben, hier wäre noch was markiert. Okay. Finden wir heraus, was hier passiert ist. Und hören uns das nächste Dings an von ihr Tagebuch.
Sod. Beim Hunter. Ja, schön, dass hier ein Taglaster steht. Patatam. Sat. Eine Radratte. Radratte. Achso, du hast bestimmt Fleisch, ne? Ja. Rattenfleisch, hey. Ja. Putzmittel, ja, super. Zigaretten und Wein, warum auch nicht? Und ein Zettel. Arg, warum ist das nur so schwer? Ich dachte, die Fallen würden es deutlich einfacher machen, einen Haufen Idioten mit einem Schlag zu erledigen, aber ich habe die verdammte Karre geschrottet. Also kann ich jetzt nicht mehr so wie früher weitermachen. Es ist jedenfalls verdammt anstrengend und zeitaufwendig, die Folgen zu beseitigen. Gestern habe ich ein paar Leute dabei überrascht, wie sie meine Kills ausgeplündert haben. Wie dreist kann man eigentlich sein? Ich habe denen erzählt, ich wäre von dem Wahnsinnigen, der das angetan hat, bloß mit knapper Not entkommen und dass er Leute im Satten umbringt. Seit das ganze Chaos ausgebrochen ist, das ist echt kaum zu glauben, aber ich habe sie doch tatsächlich davon überzeugt, dass ich ein religiöser Mensch bin. Ich? Ich weiß, vor totaler Blödsinn. Aber ich hatte schwarze Klamotten an und etwas Wein dabei, also haben sie meine Story geschluckt. Und jetzt wollen sie mit mir in meiner Kirche beten. Hahaha. Okay, das läuft deutlich besser als erwartet. Hier herrscht total tote Hose, also werde ich alles dran setzen, diese Idioten zu verarschen. Ich habe ihnen eingeredet, dass sie sich von ihrem weltlichen Besitz trennen müssen, weil sie eigentlich Unsterbliche sind, die an Gedächtnisverlust leiden. Ich war ein bisschen zugedröhnt und muss wohl an die Hintergrundstory von Captain Cosmos gedacht haben. Aber sie haben es geschluckt. Nicht zu fassen, wie dumm manche Leute sind. Apropos, wie dumm manche Leute sind. Ich muss nach da oben links. Und sehe hier was, was ich machen sehen kann. Ah, Bastelwerkstatt. Heutiges Rad-Ratten-Jungtier. Das war's. Hier hat einer sich verschanzt. Verloren. Fort. Ja, muss ich da rein oder? Nee, ich hier links hin. Ignoriere mich. Da oben muss ich rein. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich war hier schon mal drin. Ja. Klappe, das ist bestimmt Copyright geschützt. Hallo Mama. Hallo Papa, ich bin zu Hause. Tut mir leid, dass es so lange gedauert hat. Ich konnte mir nicht freien. Ich weiß, dass ihr das nicht mehr hören werdet. Aber ihr fehlt mir. Es fehlt mir, wie Papa Aufsätze auf dem Wohnzimmertisch benotet hat. Mir fehlt, wie wir drei uns um das Radio gedrängt und Silver Shroud gehört haben. Papa, du hattest recht, was das Leben unter der Erde angeht. 25 Jahre mit denselben Leuten eingesperrt zu sein, war eine Herausforderung. Aber wie sie zusammenkamen, geheiratet haben, Kinder kriegten. Ich glaube, ich habe ein bisschen was von dem mitbekommen, was du und Mama mir immer gesagt haben. Tja, da ich sowieso schon diese Reise in die Vergangenheit unternehme, wäre vielleicht ein Spaziergang zur alten Highschool angebracht. Oh, ich kann Gegenstände verwerten. Dull.
sonst bringt das nichts. Warum mache ich das jetzt? Egal, Silbermedaillon. Ja, egal. Okay, Karte. Ich habe jetzt das erledigt. Dann gehe ich jetzt wirklich hier hin. Über andere Wege. Ich folge der Bahnschiene einfach. Und gehe zu Red Rocket. Achso, das ist Ben. Okay. Nicht mehr. Was würdest du? Was? Ich sehe dich nicht, da bist du.